It is natural to die. Hallöchen und ein herzliches Willkommen hier zurück bei Star Wars The Old Republic. Ja, die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, die ist leider kaputt gegangen. Da ist nach 2,5 Stunden mir das Spiel gefreezed, also nicht nur das Spiel, im Prinzip der ganze PC, also es ging einfach gar nichts mehr. Ich habe dann jetzt tagelang probiert, die Aufnahme zu reparieren, habe es dann mehr oder weniger hinbekommen, aber oh, ich sag's euch, es war ein Akt. Im Endeffekt, das würde viel zu viel Zeit jetzt fressen und dann würde gar nichts mehr kommen. Das geht einfach nicht mehr. Und die Aufnahme ist halt jetzt kaputt und ich wollte sie ja dann noch im Prinzip kaputt hochladen mit meiner Audiospur. Die wurde ja zum Glück noch gerettet von Outer City. Naja, auf jeden Fall, das Bildbearbeitungsprogramm konnte es dann irgendwie auch nicht richtig abspielen, beziehungsweise es waren halt, es war alles so asynchron, das, nee, ging einfach nicht mehr, es war für den Arsch. Ich kann euch kurz erklären, was in letzter Aufnahme passiert ist. Es ist eine Menge passiert eigentlich. Ja, also, ich fange mal kurz an. Wir sind ja stehen geblieben und mussten uns bei den Revanitern ja ein bisschen beweisen. Dann musste ich so einzelne Quests noch erledigen für die. Ich glaube, 3 Stück waren das. Und die mussten halt dann im Prinzip uns dann den Genehmigung geben, dass wir zu denen ihren Chef oder halt ihr Oberhaupt, dass wir zu denen überhaupt kommen und reden können. Das haben wir dann gemacht. Ja, die haben wir dann getroffen. Die war dann, ja, hat dann uns quasi zum Revanita erklärt und hat uns dann gesagt, ja, da wir ein Revanita sind, vertraut sie uns und wir werden halt, ja, wir sollen demjenigen, der uns geschickt hat, einfach irgendeine Lüge erzählen. Aber so mies wir halt auch sind, haben wir das natürlich nicht getan. Wir haben sie verraten. Im Prinzip ist der ganze Revanita-Stamm wahrscheinlich bis jetzt ausgerottet. Ich weiß nicht, wie ist, wenn man jetzt zurückkommt, ob die überhaupt noch da sind. Ich weiß es nicht. Gut, dann sind wir wieder zu Lord Sash gegangen. Ja, weil wir irgendwie diesen Darth Kutir da ja, umbringen müssen oder irgendwie halt verraten, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir so ein Gerät gehabt, da konnten wir dann die Wachen, so Roboters, ausschalten, beziehungsweise die haben dann uns gehorcht. Die wurden natürlich dann von Darth Kutir direkt mal umgebracht und dann wollte er uns an den Kragen, aber wir haben ihn natürlich dann um die Ecke gebracht und die Sache war erledigt. Ja, dann sind wir wieder zu Lord Sash zurück und ja, dann war irgendwie dann Polizei noch da oder halt diejenigen, die für den Mord zuständig sind und ja, gut, die haben dann irgendwie halt gedacht, dass halt Lord Sash da was zu tun hat, was ja auch so gewesen ist, aber sie können halt ihr nichts beweisen, weil wir es getan haben. Und somit ist alles gut. So, wir haben es gleich. Ich muss euch das einfach ein bisschen erklären, weil sonst ist es ein bisschen blöd. Ja, auf jeden Fall wurde sie dann von Lord zu einem Sash. Was laber ich? Sie ist dann im Prinzip Darth geworden. Sie wurde ist im Rang aufgestiegen und hat auch dann das Büro von Darth Skutier bekommen. So, da mussten wir. Dann hat sie uns geschickt in so eine Halle der Verräter, war das, glaube ich, doch Halle der Verräter, um so ein komisches Artefakt zu bergen. Da sind wir dann auch hin, haben da ein paar Quests erledigt, pipapo, nichts Weltbewegendes. So, und dann ist dann so ein Geist aufgetaucht, Lord Kallik. Und ja, da hat sich herausgestellt, dass der irgendwie mit uns verwandt ist, beziehungsweise wir mit ihm von irgendeiner Blutlinie von tausenden von Jahren oder so, keine Ahnung. Der hat ein bisschen ein paar Sachen mit uns geredet, so, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich, was es war, aber auf jeden Fall ist er dann wieder verschwunden. Ich glaube, wir werden den jetzt noch öfter sehen. Dann haben wir das Artefakt oder ein Holocron, was das war, aus dem sein Grab geholt, sind zurück zu Lord Sash, haben wir das gegeben, die war natürlich sehr erfreut drüber. Sie hat uns mehr Aufgaben erledigt, wir müssen auf 2 andere Planeten, nämlich nach Balmorra und Nar Shaddaa, um da weitere Artefakte für sie zu bergen. Ja, und dann hat sie uns ein Schiff geschenkt und da sind wir jetzt. So,
wie lange war das jetzt? 5 Minuten nochmal erklärt, was passiert ist. In einer Aufnahme von 2,5 Stunden. Ja, nur, dass ihr die Story jetzt mal wisst. Ich denke mal, das ist eigentlich relativ okay so. Ja, ich habe mir das jetzt alles stichpunktartig aufgeschrieben, damit ich euch das schnell erklären kann. Okay, jetzt sind wir hier auf dem Schiff. Ihr findet bestimmt noch andere YouTuber, falls ihr dann das noch genauer wissen wollt, was da passiert ist. So, das ist unser Schiff, das ist unser Steuerdings da hier. Hier können wir dann im Prinzip hinreisen, wo wir wollen. Ne? Ja, hier sind wir quasi jetzt. Also ich bin schon nach Nashadar gereist. Da werden wir zuerst hingehen. Ich war auch schon ganz kurz auf dem Planeten drauf und habe da noch so Heldenquests angenommen. Die werden, ja, keine Ahnung, ob wir die jetzt überhaupt da noch machen. Ein paar habe ich schon erledigt eben, aber ist jetzt eigentlich unwichtig so, ne? Gut, im Prinzip, dann haben wir noch diesen Roboter als Gefährte bekommen. Ich habe gerade die Treibstoffeinspritzung des unterlichen Ja, der kann also nicht Geschwindigkeitsantriebs wirklich kämpfen, erneuert. also nicht Sie sollten großartig. Also einen wir könnten den auch Leistungsschub von mitnehmen, der würde uns 0,0. dann eigentlich eher als Heiler zur Verfügung stehen. So, genau. Hier sind schon mal die ganzen. Ja, hier ist unser, wie nennt man das? Holo-Terminal, da können wir dann reden. Ich glaube, hier war ist unser Bett, unser Schlafzimmer. Dann geht es hier weiter. Da ist wahrscheinlich irgendwie. Ja, halt. Wenn jemand verletzt ist oder so. Oder Gästezimmer oder keine Ahnung. So, hier im Prinzip, ja, normales Schlafzimmer für ein paar Gefährten. Auf jeden Fall hier ist unser Kemwall drinne. Dann hier ist im Prinzip unser Intercom. Da können wir uns zusammensitzen, wenn irgendwas zu besprechen ist. Ich glaube, da ist nichts. Was ist das eigentlich? Eine Rettungskapsel. Keine Ahnung, was die ist, habe ich noch nie benutzt. Kann ich jetzt gerade echt nicht sagen. Ich wusste gar nicht, dass man das anklickt. Und gut, dann hier, was da ist, weiß nicht. Wahrscheinlich. Oh. Hey, was ist jetzt passiert? Ja, irgendwie habe ich gerade eine ganz schlechte Verbindung. Okay, jetzt besser. Ja. Gut. Unser Triebwerk wahrscheinlich oder sowas. Ja, und hier ist noch so ein Raum einfach, da können wir dann auf unser Lagerraum zugreifen. Da habe ich auch schon was reingesteckt. XP-Boosts, gut, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so wichtig ist, dass wir XP-Boosts benutzen, wenn man levelt eigentlich relativ schnell hier. Okay, das war's jetzt. Wir sind jetzt schon mal nach Nashadar gereist und da gehen wir jetzt auch direkt mal hin, damit wir hier nicht 10 Minuten irgendeine Scheiße labern. Und von dem her. Ja, hoffentlich passiert jetzt nichts mit der Aufnahme. Ich nehme jetzt nicht mehr ein MP4 auf, ich nehme jetzt ein MKV-Format auf. Das kann ich dann einfach mit OBS sozusagen Wemuxen, oder wie man das nennt, zu MP4. Das geht ganz schnell. Das ist jetzt noch neu, weil anscheinend ist dann die Aufnahme nicht kaputt, wenn sie abgebrochen wird, weil das ja im Prinzip nicht mehr formatiert auf MP4. Also hoffentlich bin ich jetzt safe und ich nehme jetzt auch die Autospur direkt auch hier auf. Ja, gut, das war's. Mal so. Gut, das sind wir. Hier sind wir in Nashadar. So. Ich hoffe auch, dass es hier wieder gut klappt jetzt und nicht leckt. Das wäre einfach jetzt so optimal geil. Und wo muss man eigentlich hin? Da genau. Ha, das war jetzt ein Start. Ja, aber ich muss es doch einfach erklären, so für die ein oder anderen, die halt wirklich hier immer zuschauen. Jetzt leckt es wieder ein bisschen, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe auch irgendwie gehört, dass man wenn man über die Grafikkarte aufnimmt, ne, also das NVENC264 oder was es ist, das sollte man eigentlich die Bitrate eher höher stellen, anstatt niedrig, damit es gut aufnimmt. Das probiere ich dann beim nächsten Mal aus. Und vielleicht ist dann auch die Aufnahme besser. Oder halt auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, die ganzen Haarquests, ich werde die wahrscheinlich, ich breche die jetzt einfach mal ab. Die kann man nämlich anscheinend immer mal machen. Von dem her sind die eh gerade unwichtig. What the fuck, was ist jetzt passiert?
Okay, Moment. So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, mich hat es da rausgepfeffert. Internetmäßig. War ja gerade auf dem Schiff auch schon so. Ja, okay. Ja, wir sind jetzt, wenn wir jetzt hier, würde ich sagen, ich wollte ja eigentlich, das wollte ich jetzt noch schnell erledigen. Das hätte ich jetzt eigentlich noch kurz, bevor ich die Aufnahme nochmal gestartet habe, machen können. Aber hey, scheiß drauf. Wir hauen die jetzt einfach mal kurz weg, dass uns die nicht die ganze Zeit hier im Bild aufflackern und uns den Weg nicht richtig weisen. Von dem her, ja, gut. So, wir haben hier zwei Klassenquests. Einmal Infiltrierter, Versteckter. Okay, das hier brauchen wir eigentlich jetzt nicht anzeigen lassen. So, so, dann würde ich sagen, dann reden wir hier mal mit diesem, ja, Roboter. Druiden. Was, blöder Druide. Ne, blöder Druide ist immer gut. Aus meinen Augen. Vergebt mir die etwas ungewöhnliche Vorstellung. Maru Wiesen, Leiterin für Sondereinsätze des Imperialen Diplomatischen Dienstes. Ich brauche Unterstützung bei der Lösung eines Problems für das Imperium. Eine einfache Aufgabe für einen Sith, aber ich möchte, dass die Bewohner dieses Mondes eure Macht erkennen. Der Mond erzittert unter meinen Füßen. Und ihr verschwendet meine Zeit, sind wir mal jetzt nicht ganz so... Ich bin nicht nach Nar Shaddaa gekommen, um für den diplomatischen Dienst zu arbeiten. Sondereinsatz. Wir reden hier nicht besonders viel, ihr versteht? Es ist meine Aufgabe, Verbündete auf Nar Shaddaa zu gewinnen. Hutten-Clans, Unternehmen, Verbrecher. Doch ein Mann widersetzt sich uns hartnäckig. Okabi ist der hiesige Anführer der Exchange, einer kriminellen Organisation, die in der ganzen Galaxis operiert und auf Hightech-Verbrechen spezialisiert ist. Okabi und die Exchange weigern sich, uns beizutreten. Ja, ich kann dich sicher überzeugen, ne? Wollt ihr, dass ich diesen Okabi dazu bringe, seine Meinung zu ändern? Darüber sind wir lange hinaus. Die Exchange gibt mehr Geld für Spione, Hacker und Wissenschaftler aus als die meisten Regierungen. Wenn sie jemanden nicht kaufen können, wird er entführt. Wir hätten sie als gute Verbündete gebrauchen können, aber Okabi setzt meine Boten unter Drogen und foltert sie. Wir müssen ein Exempel an ihm statuieren. Ja. Ich stimme euch zu, ne? Würde ich sagen. Ungehorsam ist nicht duldbar. Er muss ausgeschaltet werden. Ich will, dass seine Armee dezimiert, seine Waffenverstecke geplündert, seine chemischen Raffinerien zerstört werden. Ich will eine so überwältigende Machtdemonstration, dass niemand auf Nar Shaddaa sich je wieder dem Imperium widersetzt. Wenn ihr uns den Gefallen tut. Jo, was willst du denn sonst noch alles? Ja, dann machen wir das halt, würde ich sagen. Ich erwarte natürlich Bezahlung, ganz klar, ne? Also, ihr wisst, wie das ist. Wie lautet das Angebot? Der diplomatische Dienst wird euch für eure Zeit voll bezahlen. Außerdem könnt ihr die Reichtümer der Exchange behalten. Die Exchange hat ihre Operationsbasis im korellianischen Sektor der Stadt. Euer Pfad der Zerstörung beginnt dort. Wenn ihr mit der Zerstörung ihrer Einrichtungen fertig seid, findet ihr mich in meinem Kommandoposten. Ich werde das Chaos von meinen Räumlichkeiten aus beobachten. Gut, ich denke mir da immer sonst noch was. okay, wir müssen dahin. Sieht schon nice aus hier, ne? Muss man schon sagen, also. Also eigentlich haben sie sich mit dem Spiel schon viel Mühe gegeben. Bis halt auf die Grafik, aber... Ja. Kann man heute immer noch spielen, ne? Ich meine, wie gesagt, WoW wird ja auch noch gespielt. Da ist die Grafik zwar Comic-Grafik, die ist relativ zeitlos. Was haben wir denn hier noch bekommen? Aufräumarbeit, ein bisschen Geld von ihr, okay. Danke. Wunder. Danke für die Kredits. Gut, hier ist das Terminal. So, dann würde ich, da ist er. Willkommen. So, dann fliegen wir da mal rüber. 150 Credits, ich meine, das ist noch relativ, in Ordnung, von dem her. Warte mal kurz, wenn ich zur. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen lauter. Warte mal. So. So hört ihr mich. Perfekt.
Sieht schon echt nice aus hier. Guckt euch das mal an. Ich bin übergerne hier. Schade, dass es hier nicht größer ist, die Welt. Ich finde, die Welten sind generell klein. Dass sie die nie irgendwie erweitert haben, das wundert mich bis heute eigentlich. Aber in das Spiel fließt nicht mehr gerade wirklich viel Geld rein, was wirklich schade ist. So. Wir sind schneller hier. Muss ich mir auch noch auf irgendeine Taste legen. Da los. Warum läuft die hier nach links, ey? Ha, komisch. Okay, warte mal. Wow. Egal, dann gehen wir da mal hin. Ich denke mal, hier werden ein paar feindliche. Oder wie. Warum? Hey, irgendwas stimmt doch da nicht. Habe ich wieder die falsche Dinge gelegt? Falsche Profil oder was? Moment. What the? Moment, bin gerade wieder ein Moment, ich muss gerade was gucken. Jetzt. Okay, passt. Irgendwie hat sie gerade die Profile hier in meiner Tastatur verschoben, keine Ahnung. Ja, wo sind wir denn da? Müssen wir jetzt rechts entlang? Und dann da runter? Vielleicht kommen wir hier auch durch, ohne zu kämpfen. Das wäre ja sehr, sehr gut. Wenn nicht, dann ist es halt so. Hier sieht ja so ziemlich alles gleich aus. Okay. Da sehen wir. Zerstöre Waffen, Stecke, zerstöre chemische Raffinerien, okay. Da, das ist okay. Atimposwerpa. Hauptsache Cam, der redet wieder. Gut. Da sind noch mal ein paar. Kriegen sie mal richtig Batzen ein aufs Maul. So. Eins ist schon mal kaputt. So, was haben wir denn da jetzt eigentlich bekommen? Handwerksmaterialien, die uns halt momentan eh noch nichts bringen, da wir noch kein Handwerk haben. Da muss ich mal nachschauen im Internet, was man am besten nimmt. Okay, das ist jetzt nicht so. Das haben wir eh schon an. Der könnte man anziehen. Perfekt. Okay. Na gut, sind halt Credits, ne? Da ist auch noch mal was. Schade, dass ich ihn nicht befehligen kann, sowas kaputt zu machen. Das wäre noch cool gewesen. Das wäre richtig nice. So, ich denke, wo sind denn die in dem im ganzen Raum hier verteilt? Das passt doch sehr gut. Da ist noch eins. Bombt man die mal mit Blitzen wieder weg. Ich finde die Fähigkeit einfach nur nice. Gut, zwei Stück. Bonus natürlich auch wieder aktiv, aber das ist jetzt nicht. Oh, die wollte ich doch gar nicht aufbauen. Habe ich aus Versehen die falsche Tab-Taste gedrückt, beziehungsweise auch falsch anvisiert. Aber ist ja egal, komm, wir müssen die eh töten. Für die Bonusmissionen. So, der hat was Grünes. Vielleicht hat der was, was wir brauchen. Nee, Handwerk. Kein Einflussgewinn. Okay. Ah ja, das ist noch so. Man bekommt ab und zu so, wie gesagt, Geschenke. Kann man dann den verschiedenen Gefährten geben, damit der Einfluss besser wird. Warum der Einfluss gut ist, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei manchen ist es gut, dass man eine Romanze eingehen kann. Deswegen liest ihr ab und zu Unterschied. Ja, dass der Gefährte zustimmt. So hat man mehr Einflussgewinn und. Aber habe ich jetzt genauer noch gar nicht nachgeschaut, was das eigentlich wirklich bringt, von dem her. Ja.
Ah, da ist noch was. Perfekt. Einen Moment ganz kurz. Ich mach kurz hier. So. Nur das Lecken noch in den Griff kriegen könnte. Aber ich meine, es ist jetzt noch relativ okay. Lieber leckt es ein bisschen, wie dass es mir wieder die Aufnahme kaputt macht. keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich über 2 Stunden aufnehme, ist es schon mal passiert bei Assassin's Creed, aber das habt ihr so gar nicht mitbekommen. Ich meine, bei Spielen, die man abspeichert, kann man ja immer noch die Spielstände wiederholen. Hat halt 2 Stunden oder 3 Stunden umsonst gespielt und kriegt dann, spielt man es halt quasi nochmal. Ist zwar auch ärgerlich, aber nicht so ärgerlich, wenn die komplette Aufnahme kaputt ist. Und gerade bei einem MMO kann man halt leider nicht zurückspulen. Ist halt leider nicht drinne. Ach, wir sind fertig. Da müssen wir hin, okay. Ey, warum zeigt es mir die schon wieder an? Keine Ahnung, es gibt hier 2 Dinger, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Okay. Und da müssen wir hin. Also ist gerade im Prinzip egal, wo wir zuerst hingehen. Da würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal da rein. Und dann gehen wir da oben noch in die andere Quest. Und ja, dann geht es weiter hier, würde ich sagen. Fußgänger. Okay. So, was erwartet uns? Geheim, imperiale Geheimdienstwache, Dienstoffizier, okay. Dann gehen wir da mal rein. Nee, was ist das? Was ist das, du? Okay. Offizier Kelling, okay, das jetzt. Ach, die Scheiße, muss man freischalten, ist das echt so? Wenn ich jetzt hier drauf drücke, was dann? Nee. Kann man auch so hin, ohne freischalten. War vielleicht mal früher so, jetzt aber nicht mehr. Was ist das hier? Und rein da. Oh. Immer diese Hutten, die dicken. Sind immer die mit Geld. So, Maron, da bist du.